Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner RocketLeague.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REPASS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REPASSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Am 7. Dezember startet die neue Rocket League Season 9 und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf die neue Season, denn wir bekommen natürlich wieder eine neue Map, einen neuen Rocket Pass und natürlich neue richtig coole Items. Und heute hier in diesem Video geht es einzig und allein um den neuen Season 9 Rocket Pass, denn da sind wir im letzten Season 9 Video etwas weniger drauf eingegangen und ich habe mir auch die einzelne Seite zum Rocket Pass noch nicht angeschaut. Daher werden wir das heute hier in diesem Video machen. Lasst unbedingt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, würde mich mega freuen. Und wir sind wieder auf der offiziellen Rocket League Seite. In der Mitte steht schon ganz groß Season 9 Rocket Pass. Im Hintergrund läuft so ein kleiner Season 9 Trailer, ja, wo man schon mal die neuen Items und Autos sieht und natürlich auch ganz klar die neue Map Forbidden Temple in der neuen Season 9 Version. Und oben rechts steht schon 7. Dezember bis 8. März. Also die neue Season 9 geht also quasi bis 8. März, 3 Tage vor meinem Geburtstag, endet also die Season. Komplett crazy, da bin ich sehr, sehr gespannt. Dann geht es hier in Season 10 schon wieder rein. Da erwarte ich auf jeden Fall schon ein richtig cooles Special. Genau, also im Großen und Ganzen geht die Season 4 Monate, ist schon ziemlich lang. Muss ich sagen, generell waren die Seasons ja eigentlich immer kürzer. Ja, normalerweise immer so 2 bis 3 Monate, glaube ich. Aber dieses Mal tatsächlich 4 Monate. Ja, ist schon ziemlich lang. Aber ich bin gespannt, was uns eben generell auch im Verlauf der Season erwarten wird. Wir schauen einfach mal rein. Wir kennen das Ganze schon aus den älteren Seasons. Es gibt immer 2 Rocket Pass Versionen. Und zwar einmal die für 1000 Credits. Ja, das ist der Rocket Pass Premium. Neben natürlich der Gratis-Variante, wo man natürlich aber nicht alle Items freischalten kann. Denn die Premium-Items sind eben auch nur im Premium Rocket Pass verfügbar. Oder eben auch im erweiterten Rocket Pass, so nenne ich den ganz gerne. Der kostet 2000 Credits. Ja, hier sind die 3000 durchgestrichen. Ja, da kriegt man also quasi schon ein paar Items aus dem Rocket Pass. Ist schon ein bisschen weiter von den Stufen her. Ist man schon ab 25, glaube ich. Also bei Stufe 25 startet man da, wenn man eben für 2000 Credits den Rocket Pass kauft. Und bei 1000 Credits startet man halt eben wirklich bei Stufe 1. Da muss jeder für sich selber abwägen, wie viel spielt man denn. Wenn ihr zum Beispiel weniger spielt, würde ich euch den für 2000 Credits empfehlen, da ihr natürlich ansonsten den Rocket Pass überhaupt nicht durchspielen könnt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr zockt jeden Tag stundenlang, dann reicht euch der für 1000 Credits, dann spart da lieber die Credits und zockt den einfach durch. Das ist so meine Empfehlung einfach, ne? Generell wissen wir ja auch schon, das Rocket Pass Auto war ja auch schon im Trailer zu sehen. Hier sehen wir es natürlich auch nochmal, hier sehen wir es auch. Ja, hier sehen wir dann schon ein paar Items aus dem Rocket Pass. Das ist auf jeden Fall ein Rocket Pass Item. Die Räder werden auch im Rocket Pass sein. Das ist kritisch zu sagen, es sieht ein bisschen aus wie der Thermal- oder Alpha-Boost, aber könnte eventuell auch ein neuer Boost im Rocket Pass sein, ja. Genauso Steakill wird auch im Rocket Pass sein, hier genauso, die Antenne wird im Rocket Pass sein, das Steakill, die Räder, die Spur, alles wird im Rocket Pass sein, hier genauso. Also es ist wirklich schon so ein, ja, ich würde sagen, schöner Überblick. Also die Antennen finde ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, also die wird wahrscheinlich eh niemand zocken, die Räder weiß ich jetzt auch nicht. Ich mag ja dieses standardmäßige, dieses schlichte, aber da wird halt ganz gerne mal drauf verzichtet. Da muss ich sagen, das Decal finde ich richtig geil. Auch der Boost, wenn er nicht so nervigen Sound hat, ist das mega. Also da finde ich, kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Hier sehen wir eine neue Torexplosion. Da bin ich auch richtig, richtig gespannt drauf. Und wir sehen hier auch ein ziemlich, ziemlich cooles Decal. Wir haben ja die Breakout-Hitbox beim neuen Wagen. Da muss ich sagen, ja, weiß ich noch nicht so ganz, wie sich das Ganze anfühlt. Hier habe ich gerade gar nicht gesehen, sehen wir sogar die Stufen, was eben von wann bis wann im Rocket Pass ist. Also das hier ist von 1 bis 10, 1 bis 20, 21 bis 30, 31 bis 40,
41 bis 50, 51 bis 60, 61 bis 70 und dann geht's halt wirklich hier los mit Feuer und Eis ab Stufe 71. Ja, da wo man ja meistens die Stufen erst sehen kann, wenn man da auch wirklich ist. Ja, dann gibt's natürlich auch Gratis-Items, die sind hier auch einmal aufgelistet und sind hier auch quasi als Bild gezeigt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, das ist schon ein sehr, sehr krasses Bild. Dann sind hier noch ein paar Fragen beantwortet, also wenn ihr selber irgendwie eine Frage habt oder so, dann schaut einfach auf die offizielle Rocket League Seite. Ich kann mal schauen, ob es auch eine deutsche Version zu gibt. Ja, gibt es tatsächlich, also ihr könnt einfach auf die offizielle Rocket League Seite gehen, wählt hier einfach Deutsch aus und schon wird euch hier auch alles auf Deutsch beantwortet. Genauso hier oben steht dann alles auf Deutsch. Hier steht jetzt kostenlose Items, jeder kann kostenlose Belohnungen verdienen, einschließlich Dachaufsatz und Dachaufsatz, warum auch immer dreimal Dachaufsatz. Aber wie gesagt, hier steht wirklich auch alles auf Deutsch, wenn ihr das Ganze eben auf Deutsch haben wollt. Ja, in dem Fall kennt man das Ganze ja sowieso. Also von den Bildern her kann man ja auch alles sehr, sehr gut erahnen. Und hier steht jetzt auch nichts Großartiges dabei. Erreicht Klasse 70, um Items der Profiklassen freizuschalten, hole dir lackierte Versionen von ausgewählten Rocket Pass Items und tausche sie mit Freunden. Ja, das Ganze kennen wir eben auch schon aus den alten Seasons. Ja, ab Stufe 70 kommen eben die lackierten Versionen der Autos. Kennen wir alles schon. Ist nichts Neues im Großen und Ganzen. Ist hier auch wirklich kaum was Neues. Außer wirklich, dass die Items oder die Autos neu sind, ne? Ist es wirklich Herausforderung, aus den Vorwochen abzuschließen? Hier so Fragen werden hier einfach beantwortet, wie lange dauert es, alle Klassen im Rocket Pass freizuschalten. Oh, okay, die schreiben sogar, wir schätzen, dass es etwa 60 Stunden dauert. Das heißt, roundabout dauert es, ja, ein bisschen weniger als 3 Spieltage. Ja, ist schon in Ordnung. Aber wenn halt so doppelte XP-Wochenenden sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall zu zocken, ne? Dann kann man ordentlich Stufen freischalten. Also wenn ihr hier irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, werden die hier beantwortet. Ansonsten muss ich sagen, habe ich richtig Bock auf die neue Season 9. Wir wissen jetzt auch das Datum, 7. Dezember bis 8. März. Wir wissen, um welches Thema es sich handelt. Wir kennen jetzt alle Rocket Pass Autos und Items. Ja, alles heute hier in diesem Video am Start gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, welchen Rocket Pass kaufst du dir? Ja, den für 1000 Credits oder den für 2000 Credits, ja? Bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Barreepers. Ciao, ciao.